So, jetzt geht's los. Fußball 2000, es ist eine ganz besondere Folge. Es ist der Beginn unserer Quarantäneserie, könnte man heute schon sagen. Es ist der erste Tag, in dem wir Fußball 2000 nicht im gewohnten Stil aufnehmen. Aber wir wollen euch natürlich unser Produkt weiterhin bieten. Wir werden jetzt ein bisschen darüber sprechen, was in der nächsten Zeit noch so ansteht. Stand jetzt ist es aber erstmal so, dass wir uns natürlich sicherheitshalber mit Sicherheitsabstand getroffen haben. Jeder bei sich zu Hause. Wir schalten heute alles zusammen. Und eigentlich hatten wir heute Mittag schon eine richtig geile Ausgabe. Wir waren alle zusammen sehr zufrieden. Bis auf Jan, der alles gecrashed hat. Vielen Dank. Schöne Grüße an dieser Stelle. Danke für nichts. Deswegen sind wir heute Abend nochmal da. Muss ich jetzt auch mal sagen. Aber liebe Leute, wir befinden uns alle in Quarantäne. Mehr oder weniger, beziehungsweise in Selbstgewählter. Der eine oder andere muss arbeiten. Wir werden gleich darüber sprechen. Aber es ist ja für uns gar nicht so einfach. Basti, ich weiß, du bist ein freilaufendes Radikal. Wie ist für dich die Situation jetzt am Anfang der Quarantänezeit? Ich bin jetzt schon überfordert, wenn ich ganz ehrlich bin. Für mich fühlt sich das schon so an, als wenn ich schon gefühlt eine Woche in Quarantäne bin. Jetzt wurde ja bekannt gegeben, dass das öffentliche Leben komplett eingeschränkt werden soll. Ja. Ich bin ganz ehrlich, natürlich bin ich mich meiner Verantwortung bewusst und ich werde es auch schaffen. Nur müsst ihr mir lassen, dass ich mir noch nicht vorstellen kann, wie. Ich werde jetzt schon wahnsinnig. Vermisse alles, ich vermisse euch, ich vermisse alles. Und es hat nicht mal angefangen, so. Mir graut es tatsächlich. Zeit. Ja, ich kann es absolut nachvollziehen. Weide, du bist ja im Endeffekt jetzt auch im Homeoffice, oder? Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich bin heute im Homeoffice. Ich bin mal in der Redaktion, mal bin ich hier, aber mir geht es ähnlich wie Basti. Ich finde es sehr anstrengend, nur zu Hause rumzusitzen. Und ich kann mir das auch nicht so richtig vorstellen. Also vor allem ist es ja, glaube ich, bei allen so, dass man es noch nicht so richtig verstanden hat und nicht realisiert hat, was hier gerade los ist in dieser Welt oder vor allem in diesem Land oder in den Ländern um uns herum auch. Wenn man überlegt, vor 4 Tagen, da hatten wir Donnerstag, da saßen diese zwei Frankfurter Hiopais vom Gesundheitsamt noch da und haben gesagt, ja, eigentlich aus unserer Sicht könnten wir heute Abend ein Fußballspiel mit 50.000 Menschen im Stadion machen oder 70.000. Ja. Und 4 Tage später ist in Bayern irgendwie der Notstand ausgebrochen, die Grenzen sind zu und wir dürfen eigentlich gar nicht mehr rausgehen. Also wie schnell sich das alles entwickelt hat in den letzten 4 Tagen, ist unfassbar. Also was ist das Wort letztlich? Ist absolut absurd, ne? Wenn wir jetzt überlegen, okay, die Geschäfte werden auch in den nächsten Tagen noch einigermaßen offen haben. Es gibt einige Läden, die auch schon zu haben. Supermärkte werden ab Mittwoch zwar weiterhin offen haben, aber an sich wird das öffentliche Leben weitestgehend eingeschränkt. Restaurants sollen ab 18 Uhr zu haben. Also es wird sich einiges verändern. Bordelle auch, ja, für die sehr gut. Für die Fußball 2000 Gemeinde ist das natürlich ein wichtiger Negativpunkt, muss man sagen. Ja. Ihr müsst euer Geld woanders spendieren, denn tatsächlich, ihr dürft auch wahrscheinlich nicht mehr normal wetten. Es gibt keine Wettanbieter mehr. Ja. Das ist vielleicht ganz gut. Die gibt es schon noch, aber wahrscheinlich halt nicht mehr in den Ställen. Da muss es mittlerweile online gemacht werden, aber wir wollen hier ja nicht Werbung dafür betreiben. Phil, wie sieht es denn bei dir aus? Du bist auch im Homeoffice-Sicht, ne? Ja, ich habe tatsächlich heute auch viel Homeoffice gemacht und muss ehrlich sagen, bei mir war es ja fast noch ein Stück krasser, weil ich Donnerstag früh um 6 Uhr aus dem Urlaub zurückkam und nach 2 Wochen in der Sonne bei 36 Grad hier eingeflogen bin und von jetzt auf gleich war alles anders in diesem Land. Also der Kontrast war noch viel krasser und ich habe nach wie vor da ein Problem mit, mich darauf einzulassen, weil das für mich alles überhaupt noch nicht so richtig greifbar ist. Und ich fand es am Donnerstag schon krass. Ich war ja einer der wenigen, der bei diesem Geisterspiel sein durfte. Stimmt, ja. Und schon der Weg zum Stadion dahin. Du fährst die Mörfelder Landstraße lang und die Buden sind alle zu. Da fahren keine Straßenbahnen, kein Mensch bewegt sich da. Dieses spooky Geisterspiel, was aber im Nachhinein jetzt fast noch das geringste Übel ist von allem, was seitdem passiert ist. Und es sorgt bei mir für ein großes Unbehagen und für ein gewisses Maß an Unsicherheit. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, zu sagen, ganz ehrlich, diese eigentlich unwichtigen Sachen sind für mich schon schwer zu ertragen. Ja. So das Gefühl zu haben, dass hier noch viel schlimmere Sachen sind und sein könnten oder dass man wirklich, dass das Leben, und ganz ehrlich, wir haben es, glaube ich, alle noch nicht erlebt. Hoffentlich auch nie wieder, hoffentlich geht es bald vorbei. Ja, auf diese Weise, das ist tatsächlich ganz, ganz schwer zu greifen, tatsächlich. Also daran merkt man auch, wie sich das verschiebt. Also ein Königreich für Geister spielt gerade. Also ich stelle mir vor, es würde wieder Geisterspiel geben. Ja, klar. Das wär ja super. Das würde heißen, das geht zurück in die Normalität. Also Geisterspiel ist gerade das absolute Krisenziel. Weil es dann heißt, dass also zum einen der Fußball wieder losgeht, zum anderen aber auch wieder das Leben einigermaßen in die normale Richtung läuft. Weil wir davon entfernt sind gerade, ist krass. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, Basti, du wolltest was sagen? Ja, ich meine, das ist genau der Punkt, sozusagen. Ganz ehrlich, Geisterspiele ist quasi das, worauf du hoffen musst, in Anführungszeichen, wenn du dich nur mit dem Fußball beschäftigst. Ja. Das will ich aber auch nicht. Ich will rausgehen, ich will euch treffen, ich will meine Freunde treffen. Dieses Ding, und es hat nicht mal angefangen.
Es hat nicht mal angefangen. So. Und jetzt überleg dir mal, wir sind noch ganz am Anfang dieser ganzen Sache. Ja, das ist genau der Punkt, natürlich. Also in den nächsten zwei, wir können auf jeden Fall sagen, hier bis April, das wird gar nichts mehr. Ne? Mal gucken, wie es im Mai ist. Ja, und dann sitzen wir lang genug hier. Und das ist ganz, ganz eine schwierige Situation. Aber deswegen, was glaubt ihr denn, wie lange das geht? Was sind denn eure Schätzungen? Also, das ist, glaube ich, wirklich schwierig zu sagen. Also, ich bin kein Virologe. Ja. Nee, ich auch nicht. Also es ist keiner. Aber gab es ja der Virologe bei Anne Will, der Kollege Kekulé. Oh, ich darf nicht so einen Screen, sagte Jan. Und der sagte ja, wenn man 2 Wochen quasi überhaupt keinen Kontakt mit anderen Menschen hat, dann könnte man das quasi beenden, weil die Inkubationszeit ist 2 Wochen und so weiter. Und dann würde man es nicht schaffen, das zu beenden, aber würde schaffen, dass die Kurve nicht mehr so ist, sondern eben so. Hashtag flatten the curve, oder? So ist es. Ja. Das Ding ist natürlich nicht hinzukriegen, faktisch, dass dich überhaupt keine mehr Menschen auseinandertreffen. Von daher, keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Das ist auch wichtig. Also wir sind auch nicht jetzt die Personen, die sagen, wie es weitergeht oder wie lange es noch dauert. Das wissen wir auch nicht. Das weiß, glaube ich, kein Mensch. Das ist, glaube ich, auch das Schwierige. Man kann halt darauf hoffen, dass es jetzt nicht Monate sind, also, ehrlich gesagt. Also ich habe ja heute Mittag mich viel mit dieser Pressekonferenz der Deutschen Fußballliga auseinandersetzen dürfen. Und da stand wirklich ein DFL-Chef, Christian Seifert, der auch völlig hilflos war und völlig überfragt bei dem Punkt, wann und wie das überhaupt weitergeht. Er sagt, und das ist das Einzige, was er sagen kann, weil das ist das Einzige, was richtig ist, dass momentan einfach kein Mensch weiß, wann und wie das weitergeht und wenn ja, in welcher Form. Und das ist das, was mich halt auch gerade extrem traurig macht, am traurigsten von fast allem überhaupt, dass man einfach keine Ahnung hat, wann du wieder ansatzweise dieses normale Leben, auch das wir als Fans, als Fußballliebhaber über Jahre hinweg hatten, dass du keine Ahnung hast, wann das wieder da sein wird. Das ist genau der wichtige Punkt. Lass uns genau nämlich mal dazu kommen. Ich sehe, dass du deinen Pickel einigermaßen abgedeckt hast. Bei dir da war das noch anders. aber lass uns genau zu diesem Thema kommen. Ich weiß, es gibt vieles, was wichtiger ist im rationalen Sinn. Aber wir sind hier ein Fußballkanal. Zum Ersten wollen wir natürlich jetzt auch mal wissen, über welche Themen, zeitlose Themen, sollen wir in der nächsten Zeit bei Fußball 2000, uns wird es weitergehen. Wir sind zu eurer Bespaßung da. Über was sollen wir fußballmäßig in den nächsten Wochen sprechen? Schreibt es mal in die Kommentare. Sagt, was eure Wunschthemen sind. Aber genau jetzt kommen wir zu diesem Fußballaspekt, den du eben, Phil, vollkommen richtig angesprochen hast. Denn du hast genauso auch beide, ihr habt euch beide die Pressekonferenzen angeschaut zu dem, was die DFL heute gesagt hat. Was hat die denn jetzt beschlossen? Ja, beschlossen haben sie zunächst mal, dass jetzt zumindest bis Anfang April eben keine Bundesliga ist. Dass man sich jetzt dann zusammensetzen wird, um halt regelmäßig die Lage zu erörtern, was den Spielbetrieb angeht. Aber viel wichtiger fand ich zum einen halt, dass wirklich nochmal gesagt wurde, dass halt keiner A weiß, wie es jetzt genau weitergeht. Dass viel davon abhängt, was morgen die UEFA macht. Denn wenn die EM verlegt wird, hat die Bundesliga natürlich einen viel größeren zeitlichen Puffer, um die Saison irgendwie zu Ende zu bringen. Das ist das, was alle 36 Profiklubs zwingend wollen. Sie wollen diese Saison irgendwie sportlich zu Ende bringen. Allein wie und wann, das weiß keiner. Und was mich halt, was bei mir mit am meisten hängen geblieben ist, dass er gesagt hat, dass alle Clubs jetzt ein sogenanntes Extremszenario einreichen müssen, um, okay, das hat er sehr klar formuliert, einfach zu gucken, wie lange halten die Vereine durch, wenn nicht gespielt wird finanziell. Und das klang so, als ob da einige gar nicht so lange durchhalten würden. Das heißt, ja, es geht hier um finanzielle Probleme tendenziell, oder? Weide? Absolut, absolut. Und er hat auch klar gesagt, für die Fans ist eins auch ganz wichtig jetzt, wenn es Fußball gibt in nächster Zeit, dann erstmal nur mit Geisterspielen. Denn nur mit den Geisterspielen wird eben sichergestellt, dass die Vereine aufgrund ihrer TV- und Sponsoringgelder überhaupt überleben können in diesen Zeiten. Wow, krass. Ja. Also ich tue mich aber schwer damit, diese finanzielle jetzt so nach vorne zu schieben. Ich glaube, das wollte der Kollege Seifert auch nicht gemacht. Ich fand sogar, er hat es gut gemacht heute tatsächlich. War ehrlich, hat auch die Sache gesagt, so von wegen, wir treffen heute die richtige Entscheidung, die für uns richtige Entscheidung, die kann morgen auch schon wieder falsch sein. Ja. Weißt du einfach nicht in den Zeiten. Und was er aber klar gesagt hat, also falls die Saison wirklich abgebrochen werden sollte, gibt es am Ende keine 18 Bundesligisten mehr, weil die das einfach jetzt von den Fernsehgeldern, von den Ausfall der Fernsehgeldern her nicht stemmen können. Und das ist ja schon irgendwie also ein Aspekt, da muss man zumindest drauf hören und darf ihn nicht komplett vergessen. Weil alle also, Gesundheit first und so weiter, wenn das alles wieder geht, und dann sollte man auf jeden Fall versuchen, aus vielerlei Gründen die Saison irgendwie weiterzuführen. Heißt es mehr oder weniger als 18? Mehr also? Nein, also dann hat er gesagt, dann würden quasi Profimannschaften nicht mehr existieren, weil die das einfach finanziell nicht mehr stemmen. Da gibt es diese Vereine nicht mehr. So hat er es gesagt. Ja. Krass. Okay. Basti, hättest du gedacht, er scheint sich ja zumindest besser geäußert zu haben als Hans-Joachim Watzke. Liebe Grüße. Das ist aber auch nicht schwer gewesen. Also ganz ehrlich, das war ein absurder Auftritt. Oder? Was für ein Vollhonk, ey. Unfassbar. Kann einer von euch mal wiedergeben, was er gesagt hat? Phil, du hast es ja mitbekommen. Ja, also der Watzke war ja gestern bei der Sportschau gestern Abend und hat im Prinzip
eine halbe Stunde völlig weltfremden Blödsinn von sich gegeben. Null Empathie. Sportler wären so gesunde Leute und so. Null Empathie, null Verantwortungsbewusstsein, null Vorbildfunktion. Der hat nach wie vor gesagt, dass es das Beste gewesen wäre, am Wochenende Fußball spielen zu lassen. Wow. Also bei solchen Geschichten, da fällt mir nichts mehr zu ein. Dann wurde er gefragt, irgendwie, was er denn seinen Spielern sagen würde, falls sie zu ihren Familien nach Hause wollen. Daraufhin hat er geantwortet, sollten Sie mal die Spieler fragen, warum die Familien nicht zu ihnen kommen. Und also es war komplett befremdlich, wirklich. Es war beschämend, ganz schön. Ja, und vor allem hat er auch gesagt, dass die auf jeden Fall weiter trainieren soll, weil Athleten könnten sie ja nicht anstecken. Also so ein Motto. Das ist ja auch auf einmal schon wieder das Schlimme, dass ein Mensch, der irgendwie eine gewisse Intelligenz hat, also ja, nehmen wir einfach mal an, und nichts der verstanden. Diese Position, nichts und selbst verstanden. Er hat es nicht verstanden. Also das ist halt ja, aber was glaubt ihr, wie kann das sein? Wie kann das sein, ganz ehrlich, im Endeffekt gibt es kein anderes Thema seit Wochen. Ja. Es gibt tatsächlich Szenarien, auf die sich ein Verein wie Borussia Dortmund tatsächlich auch vorbereiten muss. Die müssen ja sogar Börsenmeldungen rausgeben. Wie kann es sein, dass derjenige, der an der Spitze dort steht, derart uninformiert ins Fernsehen kommt? Bei Sebastian Rode, liebe Grüße, kann man das vielleicht sich noch erklären wollen nach dem Spiel und bla bla bla. Alles gut. Aber Hans-Joachim Watzke trägt auch eine Verantwortung auch innerhalb dieses Konstruktes DFL, dass der so... Dass auch von den Reportern, die daneben standen, nicht irgendwie probiert wurde, zumindest in die richtigen Bahn zu lenken, ist schon absurd. Auch nach außen hin. Der trägt auch eine Verantwortung, dass er den Leuten kein falsches Bild vermittelt. Ja, und dann viele Sportler da jetzt hört, hier der Watzke, der hat gesagt, die Leute, die fit sind, da kann ich doch auch jetzt mal hier meine Bahnen hier rumwuseln und so weiter. Ja. Im Schwimmbad ist doch kein Problem hier, was ist los? Ja, und plötzlich hast du den Salat. Ja? Das ist auch der entscheidende Punkt, Marv, den du sagst. Also, wenn ich mal die Schwimmbäder aufmache, hänge ich am kleinen Tür und das werdet ihr sehen, Alter, bis dann. Ja, so, man macht, das war der entscheidende Punkt. Also, er hat halt eine Verantwortung nach außen. Also, wenn das gucken Millionen von Menschen, diese Sportschau, und wenn dann so die Watzke da hinstellt und irgendwas sagt, dann denken die, das ist wirklich so. Ich war auch wieder in der U-Bahn oder in der S-Bahn, und auch wieder einer gesagt, ich nehme das alles nicht ernst, das ist alles hier Panikmache. Alter, also, bis jetzt noch nicht verstanden, dass es halt keine Panikmache ist, oder dass es halt wirklich ernst ist und man irgendwie Dinge nicht mehr tun sollte. Ja. Ne? Also ich habe keine Ahnung, letztlich sind wir uns auch alle unsicher, wie wir uns jetzt richtig verhalten. Wenn wir am Main rumlaufen, da kommen uns 100 Leute entgegen, müssen wir dann wegrennen, ist es okay? Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Oh Gott. Ja. Ja, das ist sowieso schwierig. Das ist schwierig, aber also so die Grunddinger sollte man schon langsam im Hirn drin haben. Das ist übrigens ganz lustig, was die... Ich habe eine Frage zu der Pressekonferenz, die Merkel vorhin gegeben hat. Reichen euch diese Maßnahmen? Weil ich ganz ehrlich, das ist für mich schon wieder so ein, ja, wir machen jetzt mal einen Monat wieder so halb Kompromiss mit. Was, dann musst du so ausführen, weil es hat vielleicht nicht jeder mitbekommen. Also im Sinne von, dass tatsächlich was, die Restaurants werden ab 18 Uhr geschlossen, Lieferando darfst du trotzdem benutzen, die Supermärkte bleiben auch sonntags. Viele Sachen werden geschlossen, aber der öffentliche Nahverkehr nicht. Also wir sind ja weit weg von diesem erwarteten kompletten Shutdown, zu sagen, wie beides vorhin gesagt hat, zu sagen, 2 Wochen gar nichts und dafür vielleicht ein größerer Ertrag zu sagen, okay, das hat sich massiv gebessert. Ja, Sie haben sich jetzt halt für diese Step-by-Step-Variante offenbar entschieden. Ob das zielführender ist, weiß ich nicht. Ich glaube, Sie hatten Angst davor, was passiert, wenn Sie gleich den kompletten Shutdown machen, dass da viele Leute nicht mit umgehen können. Das, glaube ich, ist letzten Endes das entscheidende Argument. Sie auch recht. Aber das ist gut, dass du es ansprichst, Phil, weil das wird genau der Grund auch sein. Das ist eine ganz, ganz schwierige Situation momentan. Es wird ja stückweise, gibt es ja einen Progress. Du siehst auf der einen Seite halt, okay, Schulen nur noch sehr, sehr eingeschränkt. Viele Sachen finden dann gar nicht mehr statt. Ab Mittwoch gibt es kein Kino mehr und so weiter und so fort. Zumindest nicht in dieser Form. Ich glaube, man versucht stückweise diesen Weg zu gehen und zu sehen, ob es hilft. Wenn wir aber, ich kann euch jetzt sagen, wenn wir in 3 Tagen immer noch einen krassen Anstieg haben, heute in Hessen war der Anstieg bei 328 oder was weiß ich, 323. Wenn der aber am Mittwoch bei 3000 ist, dann kannst du davon ausgehen, dass der Hase auch nochmal anders läuft. Ich glaube, die versuchen das halt in diesem Maße irgendwie einigermaßen hinzubekommen. Aber ich glaube, wissen es auch nicht alle besser. Ja? Natürlich, das weiß ja keiner, das ist das Problem. Das ist auch irgendwie ein zweiseitiges Schwert. Natürlich wäre es besser, wenn wir alle komplett zu Hause bleiben würden. Aber das sieht man jetzt auch an uns oder an mir. Also die Sonne scheint, natürlich will ich raus und natürlich will ich lieber durch den Park laufen und an Main gehen und was weiß ich machen oder mich zumindest mit großem Abstand irgendwie mit Leuten treffen. Ja. Das ist ja auch alles völlig okay, aber die Sache ist halt nur, man kann es ja trotzdem reduzieren. Also wenn ich jetzt irgendwie am Wochenende in meiner Timeline gesehen habe, dass Menschen da von einer Geburtstagsfeier zur nächsten fallen, dann frage ich mich halt auch, wie nah die Schaukel da früher an der Hauswand stand. Eben. Weil die also, ja, tatsächlich. Ja, es wird immer noch an die Vernunft appelliert und das ist auch das Wichtigste. Also man muss leider jetzt, es wird uns allen, glaube ich, schwer vernünftig sein. Auf jeden Fall. Sonst und das für alle legen wir zu Hause und das wird dann richtig kacke. Und das ist das größte Problem, dass wir vernünftig sein, aber wir müssen es testen, wir müssen es probieren, liebe Leute. Aber jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen zurück zum Fußball, denn wir können aber schon festhalten, ich glaube, das ist ganz, ganz essentiell, die UEFA kommt jetzt bald zusammen und die muss was beschließen und das ist doch ganz klar für alle. Werden die EM absagen, da gibt es für mich gar kein Vertun.
Oder? Ja, das ist auch mein Informationsstand. Also allein schon, weil der Druck der verschiedenen Länderverbände, die jeweils ihre nationalen Ligen halt zu Ende spielen wollen, so groß ist, dass die UEFA gar nicht anders kann, als morgen zu beschließen, dass diese EM in diesem Rahmen, in diesem Sommer nicht stattfinden wird. Die zweite Frage ist, wann wird sie stattdessen stattfinden? Entweder im Winter, dann kriegst du aber ein terminliches Problem, oder im nächsten Sommer, dann kollidiert das mit der FIFA-Club-WM. Das ist aber dann der übernächste Schritt. Der erste Schritt muss und wird morgen sein, dass diese EM im Sommer nicht stattfinden kann und dass alle Landesverbände eben ihre Meisterschaften zu Ende spielen. Ja, ich glaube, das ist auch sinnvoll tatsächlich. Also ich meine, liebe Leute, die scheiß Club-WM, bei allem Respekt, ja, dann muss halt irgendeine Lösung dafür gefunden werden. Aber dass die Europameisterschaft zumindest ins nächste Jahr geführt wird, das sorgt auch zur Entschlackung des Plans, und das würde dann bedeuten, dass egal wann, wir wissen es ja gar nicht, wann die Bundesliga weiterlaufen kann. Das ist ja das Ding, selbst wenn, das ist genau das, was ich im Kopf habe, diese Ungewissheit zu sagen, gut, das kann man beschließen. Man weiß ja überhaupt nicht, ob es reicht. Das heißt ja auch, keine Ahnung, dass sein kann, dass im Herbst die zweite Welle viel, viel schlimmer noch ist. Dann kannst du dann auch die nächste Saison nicht mehr anpfeifen. Mhm. Also es gibt ja Sachen, die du jetzt noch gar nicht einschätzen kannst. Deswegen ist wahrscheinlich das Richtige zu sagen, okay, wir setzen die auf jeden Fall aus, ja, damit die Möglichkeit bestünde. Ob die dann genutzt werden kann, sehen wir dann. Ja. Ansonsten bin ich nämlich sehr, sehr gespannt, weil die verschiedenen Szenarien, ich habe es ja mit Marvin auch schon gesagt, ich will auf jeden Fall, dass Bremen absteigt. Abwerder, immer noch Hashtag Abwerder. Wir sollten auch durch diese Krisenzeit eines beibehalten, Hashtag Abwerder, es geht nicht anders. Aber wenn wir schon dabei sind, welches Szenario, seien wir mal optimistisch und sagen, ab Mai könnte der Betrieb langsam wieder laufen. So, da würde es ja normal laufen mit der EM, die verschoben wird, hättest du die Möglichkeit, das zumindest auszuspielen. Aber welche Alternativen würde es denn sonst geben? Stell dir mal vor, du musst die Saison beenden. Habt ihr da eine Idee? Also ich hätte worauf Basti gerade anspielte, irgendwie ganz charmant gefunden, diese 22er-Liga, also mit 4 Aufsteigern. Heidenheim wäre dann dabei, und ich glaube, es ist auch die einzige Möglichkeit für den HSV, dass sie noch aufsteigen. Also wenn es jetzt eine 22er-Liga gibt, hätte ich bis auf Bremen ganz charmant gefunden. Also 22 Mannschaft in der ersten Liga, keine Absteiger, das gleiche in der zweiten Liga. Wo du das dann aufhörst, wie du das machst, weiß ich auch nicht. Aber diesen Vorschlag gab es ja mal, hätte ich jetzt irgendwie als komplett Notlösung angenommen, gebe ich zu. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr denkt, liebe Leute. Ganz wichtig, würde mich mal interessieren. Einfach in die Kommentare schreiben, was sagt ihr, Phil und Basti, seht ihr das genauso? 22 Leute, und wer soll denn überhaupt Meister werden? Also auf jeden Fall nicht, was Nagelsmann gefordert hat, derjenige, der zur Winterpause erster war. Das wäre neben Bremen der zweite Super-GAU. Ehrlich gesagt, Marvin, weiß es nicht. Weil man halt diesen Zeitfaktor gar nicht mit einpreisen kann. Ich würde Ideallösung habe ich auch schon gesagt. Ideallösung ist EM verschieben, das Ding irgendwie bis Juli zu Ende spielen. Dann hast du alles, dann machst du vielleicht eine verlängerte Pause. Und oder du ballerst ein paar englische Wochen noch da rein, je nachdem, was mit den europäischen Wettbewerben passiert. Das heißt, sollte es ab Mai möglich sein, kriegst du das zu Ende. So, wir müssen uns aber mit der Möglichkeit beschäftigen, dass das eben nicht der Fall ist. Dass man sagt, im Mai, wie du es gesagt hast, die Maßnahmen, die jetzt getroffen wurden, haben nicht gegriffen. Wir müssen die entweder nochmal verlängern und oder andere Maßnahmen ergreifen. Wenn du dann nicht spielen kannst, musst du dir spätestens Mitte Mai, also wenn die Saison eigentlich zu Ende wäre, sagen, okay, das ist jetzt die Entscheidung, weil du kannst es ja nicht nochmal rauszögern, weil dann würde ja theoretisch, sammeln sich ja dann Saisons an. Eine Möglichkeit, die es vielleicht noch gäbe, ist zu sagen, okay, man startet die Saison, das habe ich irgendwo gelesen, man startet die nächste Saison dann, wenn man es kann, im August und macht dort weiter, wo man gerade ist. Das heißt, weiß ich nicht, die Eintracht hat dann am Ende Punkterekord, weil sie jetzt schon 28 Punkte dazukriegt, und du machst quasi das einfach weiter und du beendest dann nächsten Sommer quasi diese anderthalb plus minus x Saison. Oh, krass. Ja, auch krass. Aber es ist natürlich, ich meine, jede Form, die abweicht von, wir spielen diese Saison noch in diesem Sommer zu Ende, würde natürlich halt auch extrem hohes Risiko an diversen Klagen, an rechtlichen Geschichten mit. Das ist nämlich der nächste Punkt. So, genau. Dann sagt Bremen, Leute, was soll das? Vielleicht hätten wir es noch geschafft. So. Also, genau. Ja. Es ist extrem schwierig, und auch wir diskutieren ja nur drüber, weil wir wissen es auch nicht genau. Wir diskutieren über potenzielle Möglichkeiten. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt. Auf jeden Fall Hashtag Abwerdern, bei allem Respekt. Ja. Es gibt gewisse Dinge, die müssen einfach festgehalten werden. Aber ansonsten, wir werden auch nicht wirklich schlauer. Fakt ist aber, wir gucken, wie es weiterläuft. Wir werden alles ganz genau beobachten, was die UEFA jetzt in den nächsten Tagen macht, was ihre nächsten Schritte sind, und
wir wollen auch von euch wissen, was sollen wir in den nächsten Tagen behandeln? Wir sind ja Montag auf jeden Fall dann wieder mit einer regulären Folge da. Regulär in diesem Sinne, weiter mit Conference Call, mehr oder weniger. Und der Weide hat noch, wollte noch was sagen? Ich habe noch eine ganz andere Frage. So rein theoretisch, weil ihr jetzt auch alle im Homeoffice seid oder viele. Ich würde nur gerne mal wissen, wie macht ihr das denn? Zieht ihr euch morgens richtig an oder seid ihr wie ich den ganzen Tag in Unterhose unterwegs? Also seid ihr Team, seid ihr Team Unterhose, seid ihr Team, ich ziehe mir einen Anzug an. Ich habe eine normale Hose, sieht man gar nicht. Ah, ui. Oh, ja, 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 das ist aber, ist das FSK 18-Content hier? Okay, alles klar, okay, also das gleitet gerade ab tatsächlich. Aber lustigerweise hast du mich quasi durch deine Erinnerung beziehungsweise deine letzte Wortmeldung daran erinnert, was du heute Mittag mit der letzten Wortmeldung gemacht hast, und das mache ich jetzt einfach. Genau. Alles Gute, Stefan Reich, mein alles lieber Freund. Alles Gute. Happy Birthday to you. Oh Gott, alles Gute. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und auch noch ganz, ganz Stefan viele Grüße Reich an die wunderbare Patricia, die momentan noch im Krankenhaus liegt. Der geht's hoffentlich bald wieder besser, wurde operiert und ist hoffentlich bald wieder auf dem Dampfer. Stay strong, meine Liebe. Und ich würde sagen, wir schauen einfach, wie es weitergeht. Bleibt uns gewogen, schreibt in die Kommentare und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Guckt euch alte Folgen an, wenn ihr mal Alter, wir haben so viele alte Folgen hier. Wenn ihr Spaß wollt und schlechte Musik, dann ist die Folge auf jeden Fall für euch was ein da. Was, wie heißt das genau? Carpool Karaoke. Wenn ihr über alte Trikots wissen wollt, was wir gut fanden oder schlecht fanden, dann guckt in die Ausgabe rein. Wir haben ganz, ganz viel zeitloses Material und wir werden noch mehr produzieren, wenn ihr uns sagt, was ihr wollt. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Bleibt ein bisschen zu Hause. Bleibt gesund. Ja. Und drückt den Daumen, dass der Ton mit Ton funktioniert hat. Ja. Auf jeden Fall. Oh.